Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht in Klassenzimmer C. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel, wir sehen uns dann unten. Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Ja, warten wir mal. Du bist vielleicht ein Trampel. Leg doch gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Oh, Scheiße. Ja. Das ist Plastiksprengstoff, oder? Also, nimm das Zeug und geh zum Turm. Ich kümmere mich um die hier. Mach dich nicht lächerlich. Wir kämpfen gemeinsam. Und denen den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns dann im Turm. Versprich mir, dass du Rahim vom Nest fernhältst. Was? Natürlich. Versprochen. Und nun geh schon. So. Völlig hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Wollen wir mal. Mist. Jade und ich waren auf der Suche nach Antizin und haben stattdessen Sprengstoff gefunden. Jetzt müssen wir schnellstens hier weg, bevor Tahir zurückkommt. Yeah.
Das ist doch hier so ein Dings, oder? Ist das hier nicht so ein Jo. Crane? Du wolltest doch mit mir reden, wenn wir kein Antizin finden. Ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Gut, hör zu. Ich gebe Said den Sprengstoff, du redest mit Rahim. Sorg dafür, dass er sich vom Nest fernhält. Mach ich, Jade. Keine Angst. Danke. Ich weiß, dass ich einen Fähigkeitspunkt habe. Mhm. Gut, überlege ich mir noch. Ich würde eigentlich IH handeln. Ja. Du wirst nirgend. Nee, hab ich nicht.
nichts etwas Besseres finden. Aktosis online. Jo. So, Outfits, ja. Das heißt, jemand hat die Funkantennen repariert. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Nö. Ich krieg dir mit. So, zack. Ja, Mensch, schon, ich komme sofort. Na, ja, bin ich.